Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video. Wir spielen wieder Last Day on Earth. Und wir befinden uns in einem Bunker. Ja, und dort trete ich jetzt weiter ein. Ach ja, und folgendermaßen auch noch. Wer erinnert sich noch an das letzte Video, als ich diesen Bunker betreten hatte? Hört man das? Besser, oder? Ich weiß nicht, ob ich das nur höre. Oder ob man das auch im Handy hört. Ich weiß nicht, ob ihr mit Kopfhörer hört oder was weiß ich. Keine Ahnung. Mich würde sowieso mal interessieren, wie sich meine Stimme über Kopfhörer anhört, wenn ich mein eigenes Video gucke. Also, da habe ich jetzt noch nie wirklich so drauf geachtet. Ah, siehst du, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Mir wurde auch mal geschrieben, ich kann doch die Dinger hier auch mit Bogen wegkloppen. Hier diese ollen, ja, die ollen Dinger. Geht aber auch nicht, also, habe ich aber irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also, einfach ignorieren, da ist zwar jede Menge Alu drin, aber na gut, was soll's. Okay. Alu, das rare Zeug, wovon ich halt nichts immer so viel habe. Ich kann mich anschleichen, nice. Ich kann mich so vorbeischleichen. Der eine wird mich gleich sehen, glaube ich. Bam! Komm, Giftscheusal, Giftscheusal! Mann, ey, hörst du nicht zu? Hilfe! Hau doch mal zu, was ist denn los? Warum zögert der denn so? Nehme ich mit. Nehme ich auch mit. Ich, hoffentlich bin ich außer Reichweite des Bösen. Ich werde mir mal Folgendes machen. Und zwar, pass auf. Den hier. Da oben, ich glaube, das habe ich doch schon mal hingekriegt, dass ich da irgendwie... Bin mir aber nicht sicher. Ob es genau bei der an der Stelle ist, weiß ich nicht genau. Aber ich schleiche mich mal an. Oh, geil. Das ey, funktioniert einfach so gut, ja? War nicht immer, wenn es funktionieren soll, aber... Diesmal schon. Gut, haben wir das. Haben wir dies. Was war denn hier drin? Weiß das einer? Ich glaube, da waren... Ich kann mir sowas immer nicht merken. Ach so, ich verstehe schon. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir überhaupt nichts getan. Warum killen die mich immer instant? So, so ist besser. Und wir probieren wieder die ganze Sache aus. Weil der macht ja halt nicht immer so viel Damage. Ich weiß nur nicht, ob ich es hinkriege. Okay, er kloppt zu. Zur Seite zuschlagen und dann wieder weg. Während er zuschlägt oder nachdem er zugeschlagen hat? Aua, Mann. Das war aber ein guter Anfang, oder? Das war wieder nichts. Ja, er macht ja uns... Na gut. Das ist halt ein Vorteil, dass der halt nicht so viel Damage macht, ne? Damage. Gut. Nehme ich, danke. Den gönne ich mir auch einfach mal. Einfach nur, weil ich ihn hab. So, gut. Was war hier oben? Ich weiß es nicht mehr. Ach ja, ich glaube, ja. Hier unten ging es weiter, soweit ich weiß. Aber komme ich da überhaupt lang? Ich gehe diesmal, aber gehe ich mal hier lang. Es war mir klar, dass da schnelle Beißer drin sind. Ich sollte die nicht so viel benutzen, dann eher den hier, oder? Aber bis auf jetzt, sag ich mal, hier die Shotgun ein bisschen, habe ich doch so gut wie keine Schusswaffen benutzt, oder? Genau so sollte das doch auch sein, oder? Und ja, ich muss sagen, das funktioniert tatsächlich besser, wenn ich halt hier... Ist der doch langsamer? Nee, ne? Kommt mir irgendwie langsamer vor. Ja, der hat eine Geschwindigkeit von 1,3 und der hat auch eine Geschwindigkeit von 1,3, deswegen... Das ist hier halt gar nichts, ne? Ist halt schnell zuschlagen oder weg, ne? Es gab sogar Leute in den Kommentaren,
Die wollten mir das noch zeigen, wie das alles funktioniert. Komme ich hier durch? Ja. Sollte ich normalerweise. Aua, ich habe gar nichts abgekriegt. Was? Naja, wir machen das sowieso zum Spaß. Au! Da kann man sich so gut vorbeischleichen. Ist da oben noch einer drin? Bei Giftscheusale. Hier oben kann ich schon mal aufmachen, so wie es aussieht. Ich glaube, da drinne dürfte noch ein wütender Riese drinne sein, hier. Das mit den Giftscheusalen probiere ich aus. Ich verstecke mich hier hinter dem Fenster. Ach nee, es sind zwei Stück wieder, ne? Und zwei Stück kriegt man halt so gut nicht weg. Der sieht mich doch sofort, oder? Mann, Alter, da sind wieder so viele. Ich glaube, es sind nicht nur Giftscheusale. Glaube, da ist sogar noch Dings mit bei, ne? Fahre ich besser, wenn ich den benutze? Bin mir da nicht ganz so sicher. Ich probiere es aber aus. Fünf Dinger habe ich noch. Im schlimmsten Fall mache ich einfach so. Die healen halt mehr. Na. Die anderen hören das ja gar nicht. Oder kann ich mir ja doch anschleichen. Aber einzeln an die Dinger, ne? Okay, der eine sieht mich. Oh, so gut. Warum funktioniert das so gut gerade? Jetzt ist vorbei. Okay, da ist tatsächlich ein wütender Riese mit bei. So, und den kriege ich jetzt so, glaube ich, nicht weg. Moment, kurz mal die Dings. So, zack. Oha, der hat sie da festgebackt. So ein bisschen. Ich glaube, der hat viel zu breite Schultern, um da durchzupassen. Komm mal, würde das hier auch funktionieren? Ich weiß nicht genau. Oh, Junge. Und ich sammle alles ein. Danke, danke, danke. Jetzt bin ich den anderen umgangen, ne? Also nicht Hintergang, sondern umgangen. Da komme ich nicht ran. Hier. Da ist wenigstens noch ein bisschen Alu drin. Kann ich mir vielleicht doch noch den Dings machen. Warte mal, hier dürfte einer drin sein, ne? Zwei sogar. Aber hier kann er sich nicht hinterbuggen. Weil im Prinzip ist das ja alles nur ein Bug. Schade, dass die Shotgun so schnell weg ist. Ja, ich habe ihn den Korb abgeschossen. Wie soll denn das gehen? Aber gut. Ich verstehe nicht so viel von Waffen. Hier ist auch einer drin. Der müsste sogar, glaube ich. Warte mal. Bin mir gar nicht so sicher. Aber warte mal. Das geht so nicht. Ich muss mich irgendwie... Machen wir so. Wenn die nämlich jetzt mit einem Schuss weg ist, dann kann ich nämlich mit der Pistole hinterher schießen. Weil dann wechselt er nämlich... Oh. Überraschung. Surprise, surprise. Er macht die Tür auf und ich krieg in die Fresse. Oh Gott. Dann wollen wir da nochmal hin. Ich habe ja noch ein bisschen Energie, habe ich noch. Energie in Game, ja. Energie im Tablet, nicht so viel. Das ist nicht so gut. Immer noch? Der müsste doch langsam weg sein. Wo ist der denn überhaupt? Ich wollte gerade rauszoomen, ne? Aber so geht ja hier gar nicht. Dass du alles schön im Überblick hast? Nö, ist nicht. Okay, nur eine halbe Stunde ist er da. Okay, hier laufen wir nochmal hin. Zack, nochmal sterben dürfen wir nicht.
Aber werde ich ja wohl nicht, oder? Eintreten. Oder alle anderen mit Nahkampfwaffen angreifen und... Ah, fuck, ich komme jetzt gar nicht an die Dings ran, ne? Hatte ich hier noch? Ja, ich hatte hier noch. Den muss ich jetzt irgendwie wegkriegen, da. Dich. Naja, gut. Ich nehme mir mal die mit. Der steht jetzt direkt davor, vor der Leiche. Ich habe die Tür aufgemacht und bam. Dann waren die Lichter aus, dann, ja, dunkel. Basiert. Ich habe aber zum Glück die Tür schon aufgemacht. Dann brauche ich nicht mehr immer außen rumlaufen. 2. Es gehört alles dazu. Oh, wollte gerade sagen, der kommt jetzt da rausgerannt. Alter, leck mich fett. Das wär jetzt gewesen, ja? Hilfe! Sue, Hilfe! Wütender Ries. Oh Junge, ich komm da nicht ran. Hoffentlich hält die Waffe da durch. Aber ja, doch, hält sie durch. Ich meine ja nur, Waffen sind hier immer so schnell weg, ne? Und dennoch ein Gelbet. Nee, Waffen... Oh, Alter, hier ist ja alles kaputt fast. Die ganze Klamotten. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Aber ich habe ja oben noch Klamotten ein bisschen. Ja, und den Rest nehme ich so. Zack. Und ein bisschen durchsortieren wäre schon ganz nice. Welchen hatte ich denn jetzt hier? Unten. Den. Nee, den anderen hatte ich eigentlich, ne? Aber ich habe jetzt eine volle Lebensenergie. Ich werde mal den benutzen. So. Für die Giftscheusale hier oben. Probiere es noch einmal aus. Obwohl, da kann ich mich jetzt reinschleichen, ne? Mit dem hier. So. Ja, so machen wir das. Oder warte mal. Ich wollte unbedingt mal was ausprobieren. Ich weiß nur nicht, wie das funktioniert. Ach, die kann ich nur... die kann ich nur hier reinpallen. Ballern. Okay, na dann. Schleiche ich? Ja, ich bin geschlichen. Ist hier zu weit? Ich weiß es nicht. Ganz nicht. Doch, kann ich beeinflussen, ne? Bumm. Oha, jetzt kommen sie. Aber ey, gut. Nee. Oh. Ich habe echt weniger erwartet gerade. Was, Na komm, mach ihn fertig. Ich habe jetzt echt weniger erwartet, was den Schaden angeht, ne? Von den Dingern. Aber okay, gut. Finde ich ehrlich gesagt fast in Ordnung. Hätte ich mal hier reinwerfen sollen, wa? Hier in die Menge. So. Huch. Hier, hallo? Keiner da? Nee. Hier ist keiner da. Okay, nochmal ein Levelaufstieg. Was haben wir denn hier so Schönes? Kupfer, keine Ahnung. Kamel nochmal. Oder Angeln. Ihr Umgang mit der Angelrute verbessert sich um 2%. Mache ich halt zu selten, ne? Guck mal, Kupfer habe ich aber auch schon auf Level 4, ob ich nicht mal Kupfer abbauen kann, weil ich da halt niemals hinkomme, weil ich halt immer noch an diesen scheiß Bunker hier festhänge, ne? So, ich weiß nicht mal, wo man Kupfer abbauen kann. Ob es das überhaupt irgendwo gibt, keine Ahnung. So, sie werden um 16% langsamer durstig. Nehme ich das, das scheint mir am... Oh, Baupläne? Zeig mal her. Klamotten, was kostet das überhaupt? Glas. Stahlplatte. Okay, kann ich herstellen? Titaniumbarren bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Naja, aber wir haben ja immer... nee, bin ich falsch. Hier. Ich habe ja hier immer noch jede Menge Stuff. Warte mal, irgendwo dieses, Ressourcen. Nee, das nicht. Und zwar Ersatzteile. Irgendwelche Gegenstände, so wie diese Carbon-Komposit. Okay. Zum Beispiel
nie hergestellt, werde ich wahrscheinlich noch nie herstellen, keine Ahnung. Oder Zahnrad, keine Ahnung wofür, wieso, weshalb. ATV-Rad. ATV werde ich nie mehr herkriegen. Ich schaffe das ja nicht mal. Komm her hier, ich box dich. Der will nicht boxen. Warum boxt der nicht? Ich tippe da drauf. Okay, diesmal lasse ich ihn am Leben. Obwohl, da gibt es jede Menge. Jede Menge XP eigentlich, ne? Okay, die habe ich auch fertig. Der Typ, der dürfte hier gar nicht mehr drin sein. Aber wir können mal die Tür aufmachen trotzdem. Dann holen wir hier noch mal raus, was da drin ist. Und dann können wir eigentlich schon weiter. Ach nee, da ist noch eine Tür. Die müssen wir noch öffnen. Da ist, glaube ich, wieder ein... Ich weiß nicht, ob das funktioniert, Mann. Ich muss das alles mir ausprobieren. So. Sonst habe ich hier unten nämlich immer diese Zahl noch dran, ne? Ausrüstung erstmal. So, ich brauche... Warte mal, ich kann doch da auch ein Dings reinschmeißen, ne? Ich weiß nur nicht, ob das so funktioniert, wie das soll. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, kommt der sofort an und will mir aufs Maul hauen? Ja. Das war überhaupt nichts. Gar nichts war das. Guck mal, der hat nicht mal irgendwas abgekriegt. Nicht mal einen Kratzer hat der. Aber ekelhafte Eiterbeulen. Siehst du das? Ist ja ekelhaft, Junge. Hast du keine Creme? Die Apotheken waren wohl das Erste, was zugemacht hat hier in der Apokalypse. Aber gut. Ein bisschen beleidigt, damit er halt noch wütender wird. Okay, hier ist nicht... Da unten wartet. Hier haben wir was drin. Da haben wir noch eine Etage und die werden wir... Okay. Hab ich noch nie gesehen. Also, oder ist mir noch nie aufgefallen. Hier so eine Anzeige auf OBS. Was ist denn jetzt? Leckt es? Kann das sein, dass es leckt? Okay, wir haben die Etage fertig. Ich werde mich mal wieder neu sammeln. Ich habe ja noch Klamotten da. Deswegen kann ich ja nach oben nochmal. Da habe ich ja noch was gebunkert. Im Bunker oder vor dem Bunker. Und da kann ich dann mich neu einkleiden. Mal gucken, mich ein bisschen sammeln. Vielleicht haben wir ja auch irgendwelche Kisten schon fertig hier. 20 brauchen wir davon. Mal gucken. Hier waren das 25, wenn ich mich nicht täusche. Yo, da sind das 25 gewesen. Ah, wahrscheinlich wegen die Uploads, die ich hier gerade habe. Ja, sowas kommt von sowas, ne? Wenn alles immer schnell gehen muss und alles auf einmal gemacht werden muss, dann ist halt selbst, dann ist jeder irgendwie am Limit. Aber dann müssen wir durch. Alle. Ob nur Mensch oder Maschine, wir müssen alle durch. So, hier haben wir gerade mal 19, das reicht nicht. Hier haben wir schon 23, das kann schon reichen. Hier haben wir 23. Oh, da fehlen noch einige. Also wirklich, aber nicht so viel auch nicht mehr. So, wo habe ich denn was gehabt? Kommt dahin, das haue ich mal hier hin. Nehme ich die Uzi auch mal mit. Vielleicht brauchen wir die irgendwann mal irgendwo. Ich werde mich da ja durchschießen ohne Ende. Weil das ist ja... Gebiet, welches mir nicht so bekannt ist. Wo habe ich denn den ganzen anderen Mist? Auf jeden Fall werde ich erstmal mir das hier alles anziehen. Ausrüsten, 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 ausrüsten. So, dann haben wir die Hose über. Hier kommt gar nichts rein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo ein System damals drin hatte. Damals. Ja, nee, beim letzten Mal drin hatte. Da weiß ich nicht genau. Hier haben wir noch einen. Okay, der passt hier nicht mehr rein. Das ist nämlich voll. Voll. Okay. Na gut, den Rest müssen wir dann daneben hinpacken. Ja, dann haben wir wieder jede Menge Spins voll. Das ist nämlich noch vom letzten Mal, was da noch drin ist. Also so einiges. Okay, Waffen haben wir einige. Bis auf die Shotgun, die sind wir gleich hin. Ich kann ja mal gucken, was ich hier noch für Waffen habe. Inbox. Und dann habe ich nämlich so mindestens so einen kleinen Überblick, was man so... Hier ist auch noch eine Schrotflinte. Und eine Winchester. Wie viel Schaden verursacht die? Keine Ahnung. Da bin ich mir halt gar nicht so sicher. So, aber erstmal sind wir ausgerüstet. Ein bisschen.
Wir nehmen uns noch Dings mit, wenn ich hier noch einen habe. Habe ich gar nicht, ne? Habe ich nicht. Oh mein Gott, warum nicht? So ein großes Sägeblattkeule hätte ich sonst noch gerne mitgenommen. Der Hammer ist ja für den Arsch. Warte mal, ich tausche mal lieber den gegen den. Dann haue ich hier erstmal die Machete rein. Erstmal. Ja, und dann betreten wir erstmal das Anwesen. Ich habe hier schon wieder so eine richtig glänzende Stirn. Das Licht von draußen glänzt hier drauf und kann die, wie heißt der, Chroma Key, kann das irgendwie nicht ab. Achso, ich wollte eine Kiste nochmal aufmachen. Das war mir noch wirklich noch ein bisschen wichtig, dass ich weiß, was da drin ist, was ich da alles bekomme und ob ich irgendwas jetzt aktuell auch einsetzen kann. Man kann das jetzt auch aufheben bis zum Schluss, ne, aber nö. Jetzt oder nie. Eine grüne zumindest. Die braucht zum Glück nur 20. Okay. Danke. Alles für mich? Oh, wie reizend von Ihnen. Thank you very much. Die gelbe, da bin ich gespannt, was da drin ist. Aber ein Motorteil ist schon mal ganz nice, weil die finde ich ja so selten. Aber auch nicht nur im Bunker, ne? Das ist halt so ein kleiner Vorteil. Wo ist denn jetzt da? Der soll hier mit rein. Okay, ein bisschen was zum Essen haben wir auch noch, falls wir mal Hunger bekommen. Hier. Die heilen nämlich auch extrem gut, muss ich sagen, als die ollen Dosen hier. Okay, da kommt erstmal Dosen rein, dann... Coupons, komm hier rein. Ja, mehr passt hier nicht rein, ne? Haben wir noch Bier. Bier. Hier haben wir noch einen Kanister, der kann hier mit rein. Ich weiß gar nicht, warum ich das so überhaupt sortiert habe. Alles rein. Okay, passt sogar. Also so vieles, einiges passt da rein. Ja, und der Rest geht denn hier rein. Obwohl, Klamotten hatte ich ja ganz hinten drin, deswegen kommt hier erstmal der rein. Motorteil auf jeden Fall. Ja, das ist eine komplette Ausrüstung, ne? Warte mal, der eine, der kommt ja hier noch rein. So, und dann hier die Klamotten. Mütze oben, dann die Hose und die Jacke und die Schuhe. Und schon haben wir wieder ein zweites Outfit hier am Start. Die Schaufel. Wie viel hat die denn? Aber nur 1,0 Geschwindigkeit, 26. Ist jetzt auch nicht so der Hit. Lass ich mal hier. Ich weiß gar nicht, wo lasse ich denn meine Waffen? Ist auch egal. Rinhi. Die Schaufel, die zählt ja auch als Waffe. Gut. Nächste Etage, würde ich sagen. Achso, sind wir jetzt... Sind jetzt bereit? Ah, was zu trinken wäre noch ganz nice gewesen. Gehen wir jetzt nochmal zurück oder nicht? 44. Werden wir so schnell verdursten? Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe mal nicht. So, Etage 3. Mal gucken, wie weit wir diesmal kommen. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie beim letzten Mal dem Ende schon nah waren. Hier mache ich ja später erst auf. Oh, da hätte ich fast aufgemacht schon, ne? Also gehe ich mal von aus, dass ich dem Ende tatsächlich fast nahe gewesen bin. Gut, aber erst in der nächsten Folge gehe ich hier rein und dann mal gucken, wie weit wir denn weiterkommen. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja noch klar mit dieser ganzen Wall-Trick oder so. Ich werde es aber auf jeden Fall nicht aufgeben. Vielleicht kriegt er irgendwann hin und werde keine einzige Schusswaffe mehr verbrauchen. Kann ich aber erstmal noch nicht versprechen, weil ich stelle mich da ganz schön ungeschickt an, was dieses Ganze angeht hier. So, dann wieder zurück. Guck mal, da ist so ein wütender Riese. Ich weiß, dass der da hinter der Scheibe steht. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.